Herzlich willkommen zum Abonnementkonzert La Passione der Internationalen Bachakademie Stuttgart, das Sie diesmal aus dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg zu hören bekommen. Hello and welcome to the subscription concert La Passione of the International Bachakademie Stuttgart, which comes to you this time as a live recording from the Forum in Ludwigsburg. We've chosen an all Haydn program for you with Joseph Haydn's Symphony in F minor number 49, nicknamed La Passione, and with his Stabat Mater. Das Programm unseres Konzerts setzt sich aus zwei Werken von Joseph Haydn zusammen. Einmal seiner Symphonie in F-Moll Nummer 49, genannt La Passione, und zum anderen aus seinem Stabat Mater. Die Werke stammen aus den Jahren 1768 und 1767, einer Zeit in Haydns Biografie, die durchaus bedeutsam für seine ganze musikalische Laufbahn gewesen ist. Er war seit 1761 angestellt als Vizekapellmeister beim Fürsten Esterhazy. 1766 starb der alte Kapellmeister Gregor Werner und Haydn übernahm nun die Verantwortung für die gesamte Hofmusik. Das bedeutete nicht nur Leitung der Instrumentalmusik und Oper wie bisher, sondern eben auch Komposition und Aufführung von Kirchenmusik. This program puts 2 years of Haydn's biography under the microscope. The years 1767, the Stabat Mater, and 1768, when he has written the symphony. Quite an important phase in his biography, actually, because having been employed since 1761 at the Princess of Esterhazy's court as Weisskapellmeister, in 1766, when old Gregor Werner died, Haydn became first Kapellmeister to the Prince. This involved not only direction of instrumental music and opera, which he had done so far, but also the composition and performance of church music. Die beiden Werke unseres Programms haben so ziemlich dieselbe musikalische Sprache. Es geht hier um starke Kontraste im Rhythmus und der Dynamik, verbunden mit einem durchgehend empfindsamen, klagenden Tonfall in der Melodie. Die Symphonie, die vier Sätze der Symphonie, wirken beinahe wie vier Varianten ein desselben emotionalen Zustands. Und die Abfolge der Sätze, langsam, schnell, eher ungewöhnlich für eine Symphonie, die früher eigentlich immer mit einem schnellen Satz begann, erinnert an eine barocke Sonate da Chiesa, eine Kirchensonate. Also der perfekte Auftakt für das heutige Programm. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Musik. Der erste Satz, der langsame Satz, kommt wie ein Trauergesang daher, mit Seufzerfiguren in den Geigen, die immer wieder absetzen, neu ansetzen, absetzen. Eine sehr resignative Gestik, so kann man sagen. Oft werden sie überraschend unterbrochen durch Forte Fortissimo Ausbrüche. Und das Ganze kreiert eine unglaubliche Spannung in diesem Satz, den Haydn also als Auftakt der ganzen Symphonie schreibt. Der zweite Satz, Allegro di Molto, also ein sehr wuchtiger, rasanter Satz, ist genau das Gegenteil. Man könnte meinen, ein trotziges Aufbegehren gegen diesen Trauergesang des ersten Satzes. Im Gegensatz zu dieser engen Chromatik im ersten Satz haben wir hier auch eine sehr breit gestreute Melodik mit großen Sprüngen von ganz tief nach ganz hoch. Der dritte Satz ist überschrieben mit Minuetto, aber er ist kein Minuett, es ist eher ein Anti-Minuett, kann man sagen. Vom Tanz ist nicht mehr viel übrig geblieben, außer dem Dreiertakt. Das ist ein sehr chromatisch düsterer, schwermütig geführter Satz. Und nur das kleine, leuchtende F-Dur-Trio in der Mitte erinnert uns an eine Tanzsphäre, die eigentlich hätte stattfinden müssen, die Haydn hier aufgegeben hat. Der Schlusssatz ist ein furioses Finale, atemlos und dramatisch, das sich an den rhythmischen Impuls des zweiten Satzes anschließt. The musical language of both works in our program is almost identical. It combines strong contrasts in rhythm and dynamics with a plaintive and sentimental intonation in the melody. The four movements of the symphony seem to be four variants of one emotional state. And if you look at the sequence of the movements, slow, fast, rather unusual, normally it would have always been a fast movement at the beginning, this reminds us rather of a Baroque sonata da Chiesa, a church sonata, which of course makes this the ideal opening piece for our program. Let's look at the music of the symphony. The first movement reminds us of a morning song with sighs in the violins, abruptly stopping and then starting again, stopping, starting again, being sometimes suddenly interrupted by outbursts in forte or fortissimo. And this creates an enormous tension in the whole movement and makes it a very persuasive movement. The second movement, Allegro di Molto, a very fast
rapid movement is just the opposite of this movement. It seems to be like a revolution against this mourning, this sober mood. It is very dynamic with syncopation in the rhythm, and it has huge jumps in the melody, just the contrary to the first movement with its chromaticism. The third movement is entitled Minuetto, but it isn't at all a dance movement. It's not even an aristocratic dance, because it's a very sober, melancholy, chromatic dance. And only the light trio in F major sheds a sort of reminiscence of a dance atmosphere which Haydn has totally abandoned for this symphony. The finale is a very dramatic and rapid finale, reconnecting with the momentum of the second movement. Kommen wir zum Stabat Mater, eine Andachtsmusik, eine moderne Andachtsmusik aus dieser Zeit, in dem sich introvertierte, meditative Momente verbinden mit expressiver Dramatik. Haydn wählt einen sehr bildhaften Stil für dieses Werk, mit rhetorischen Figuren, die uns bei einzelnen Worten oder Situationen richtig Bilder vor die Augen zaubern. Ich nenne ein paar Beispiele. Im ersten Satz zum Beispiel, wenn es um das Weinen der Mutter Maria geht. Dieses Werk ist ja zum Karfreitag 1767 entstanden und Stabat Mater erzählt die Leiden der Mutter Maria, als sie ihren Sohn Jesus am Kreuze leiden sieht. Das Weinen der Maria im ersten Satz wird dargestellt durch kurze Phrasen, die immer wieder abbrechen und neu ansetzen. So wie auch im ersten Satz der Sinfonie La Passione. Dazu haben wir eine schmerzgepeinigte Chromatik in der Melodie. Und das Eindrucksvollste, der Tenor, der in diesem Satz das alles erzählt, ist hinterher so ergriffen von Mitleid für Maria, dass er nur noch stammeln kann. Im zweiten Satz, bei dem Wort tremebat, also sie zitterte vor Schmerzen, können Sie das in den tiefen Streichern hören, wann immer dieses Wort kommt. Sie hören ein Sechzehntel Tremolo auf einem Ton. Also wir haben eine körperliche Vermittlung dessen, was Maria dort erduldet. Im dritten Satz wendet sich das ganze Werk an uns alle, an das Publikum und stellt die harte Frage, quis est homo qui non fleret? Wer ist der Mensch, der nicht weint, wenn eine Mutter so leiden sieht? Und hier können Sie buchstäblich die Tränen, die Wangen herunterkullern hören und dann vielleicht auch sehen, wenn Sie der Motivik der Geigen folgen. Dir, 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 dir. Die Musik kann auch sehr hart, brutal und dramatisch sein. Etwa in dem fünften Satz, wenn es um die Folterung Christi vor der Kreuzigung geht. Haydn schreibt am Anfang Marcato, also jeder Ton wird markiert, wird hart akzentuiert. Und wenn es um die Geißelung Christi geht, dann hören Sie die Peitschgeräusche sozusagen in allen Streichern, die auf einem Ton im Sechzehntel tremolieren. Generell ist dieses Stück ein Prozess. Am Anfang haben wir eine Art kontemplatives Mitleiden mit Maria. Und das geht dann hin, mündet in einem flehentlichen Gebet an sie, doch bitte als Fürsprecherin bei ihrem Sohn Jesus, um Vergeben für die Menschheit zu bitten. The Stabat Mater is devotional music of finest kind. It combines introverted meditative moments with extroverted drama. And Haydn chooses a very pictorial musical style for this piece by using rhetorical figures which evoke images in your mind. I will just name a few. For instance, in the first movement, the piece, which was written 1767 for Good Friday, tells traditionally the story of Mary standing next to the cross and being in pain, seeing her son Jesus suffer on the cross. And the first movement depicts the weeping of Mary, and we have short phrases in the violins that suddenly stop, start, and suddenly stop again, a bit like in the symphony, first movement, and we have chromaticism in the melody that illustrate the pain Mary endures. And above all, which is most striking, we have the tenor who tells this story to us, and he is so overcome with compassion for Maria that he actually, at the very end, stammers. He's hardly able to sing anymore. The second movement, if you hear the word tremebat, she trembled in pain, then you can listen to the lower strings and you hear them trembling on a semiquaver on one note, giving us a physical experience of what Mary actually endures. The third movement addresses the whole people, the whole audience, and asks us, quis est homo qui non fleret? Who is the man who wouldn't cry and weep with this mother suffering with her child? And there you can literally hear and see the tears flooding down the cheeks if you listen to the violins and their motives. Didam, 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 and you can really
Follow the Tears. There are, of course, also dramatic and brutal moments in this music. In number 5, when it deals with the torturing of Christ, we have by Haydn written marcato, which means every single note has to be accentuated and harshly punctuated. And later on, when it comes to the flagellation of Christ, when he's being whipped, you hear all the strings on one note in semiquavers, a very brusque gesture to symbolize this. And generally speaking, in this work, we can observe a process from contemplative compassion with Mary towards an imploring plea, a prayer to Mary to ask her son for forgiveness for mankind. So, with all this in mind, we wish you a touching and most enjoyable concert with Joseph Haydn's music performed by the Gechinger Kantorei under the baton of Hans-Christoph Rademann. Nun wünschen wir Ihnen ein berührendes Konzert mit der Musik von Joseph Haydn, dargeboten von der Gechinger Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
Thank you.
Thank you.
Okay.
Horte, cremunieri,
Rock.